Baro Kittir ist wieder da. Einen schönen guten Tag und ich zeige euch, was der Void-Händler diesmal für die Konsolenspieler für Sachen ein Angebot hat. So, dann würde ich mal einmal sein Angebot begutachten. God King! Sales have been brisk, my lord. And between you and me, my stock is thinning. Might we adventure together for the usual cut? So, einmal ein Moaskin Kittir. Ah, ein ganz spezieller Moaskin für den Moa-Marke Eigenbau. Sieht auch sehr schick aus, wie ich finde, mit dem ganzen Kittir-Emblem drauf oder Logo drauf. Das sieht ein bisschen wuchtig aus, wie ich finde, für Moa. Und deswegen gefällt mir das auch sehr. Kann man sich gönnen, wie ich finde. Dann, Primed Detonation verbessert den Explosionsradius von Waffen mit radialen Angriffen plus 66% Explosionsradius. Für Pistolenwaffen, für Raketenwerfer zum Beispiel. Dann Prime Cleverer Schaffstuch plus 187% kritische Chance. Für Pistolenwaffen super nützlich, diese Mod. Dann Prime aus nächster Nähe plus 165% Schaden. Für Schrotflinten auch sehr nützlich, diese Mod. Prime Erneuerung. Ihr regeneriert beim Tod dreimal mit 100% maximale Gesundheit und ist für 11 Sekunden unverwundbar. Für den Wächter gilt es auch super nützlich, diese Mod. Und Primed Reichweite, plus 3 Reichweite, ja, für Nahkampfwaffen, wie Stangenwaffen mit enormer Reichweite. So, dann Glyphe Prisma Lotus, eine sehr schicke Prisma-Glyphe mit dem Lotus-Symbol drauf, sieht super schick aus. Dann Emblem Blendend, ah, das ist halt ein Emblem halt, wo mit einem Covered-Kopf drauf, sieht auch sehr nett aus, kann man auch mitnehmen, wie ich finde. So, dann Ohrschmuck-Kit hier solo. Hier zählt es nur ein einzelner Ohrring. Kein Paar, sondern diesmal nur ein einzelner Ohrring. Sieht auch sehr nett aus, wie ich finde. Auch mit dem Kit hier Logo drauf. Ja, kann man auch sich gönnen. Dann Kit hier sein Dana. Ja, sein Dana Dykes. Hier hat man, ja, netten Kit hier sein Dana. Ja, oder aus der Kittir Sandana Reihe, sage ich mal besser so. Das Dyke Sandana sieht auch sehr nett aus, wie ich finde. Kann man sich auch gönnen, wie ich finde. So, dann Noggle-Statue Baro Kittir. Hier hat man, ja, Baro Kittir als Noggle-Statue. Warum nicht? Kann man sich auch mal gönnen, wie ich finde. Dann Kittir gekritzelt. K-Drive gekritzelt Kittir Safari Grün. Hier hat man für den K-Drive, ja, neues Deck. Sieht auch sehr nett aus, wie ich finde. Oder halt eine, wie nennt man das, ja, neues Deck, hier, gekritzelt. Ich nenne es jetzt einfach nur gekritzelt. Es gibt da glaube ich, auch ein passendes Wort dafür. Für sein K-Drive, neue, ja, neues gekritzelt halt. So, dann, okay. Viper Wraith, eine einzelne Viper Wraith, ja, genderte Maschinenpistole, wie ich finde, auf Crit ausgelegt, Hauptschadensmerkmal ist Einschlagschaden, ja, ist auch sehr nette, ist halt eine sehr solide Maschinenpistole, nur das kleine Magazin ist ein bisschen störend. So, dann Mesa Skin Unsterblich, hier hat man einen schicken Mesa Skin mit netten Verzierungen, sieht super nett aus, wie ich finde, kann man sich gönnen. So, dann Brustplatte Prisma Latron. Hier hat man, ja, von der Prisma Latron Rüstung Z die Brustplatte. Sieht auch sehr schick aus, wie ich finde, mit netten Effekt oben drauf und hat die drei Kugeln, die auch passend dazu sind. Dann Beinplatten Prisma Latron. Hier hat man die passenden Beinplatten dazu, auch mit netten Prisma Effekt, wie ich finde. Kann man sich auch gönnen. Und Schulterplatten Prisma Latron. Warum Schulterplatten? Das ist nur eine Schulterplatte. Naja. Auch hier eine einzelne Schulterplatte. Sieht auch sehr nett aus, wie ich finde. Auch hat einen netten Prisma-Effekt drauf. Passt. Kann man sich auch gönnen. Dann Prisma Scanner. Die verbesserte Version von normalen Scanner. Sieht auch sehr schick aus mit dem Prisma-Effekt. Und die Waffe ist mehr auf Crit ausgelegt und Hauptschadensmerkmal ist Schnittschaden. Auch sehr solide in die Nahkampfwaffe. Dann Covered-Rüstung Kittir. Hier hat man für die Covered-Katze, ja,
ein Getier-Rüstungsset, wo ich sagen muss, der Kopfteil finde ich sehr störend immer noch. Das sieht so aus, als ob da ein Ziegelstein obendrauf geklatscht ist. Mehr auch nicht, aber sonst vom Körper her und vom Halsband sieht es sehr schick aus. Dann Optikor-Skin Alexis. Ah, aus der Alexis-Skin-Reihe. Schicke Bronzeverzierung für die Optikor. Sieht super schick aus, wie ich finde, mit den Bronzeverzierungen. Ja, kann man sich auch gönnen. Dann Gorgon-Skin Tucson. Ah, der spezielle Tucson-Skin für die Gorgon-Maschinengewehr. Sieht auch sehr schick aus mit den Verzierungen. Ja, kann man sich auch gönnen. Dann 3 Tage Booster Mod Beuteschatze, wo ich sagen muss, dieser Booster speziell, ne, den finde ich nicht so toll. Darum halt doppelte Mod-Chance, okay. Kann man darüber diskutieren, dass man seltene Mods dann halt vielleicht sogar besser kriegt, aber man kriegt die ungewöhnlichen Mods hinterhergeworfen. Das ist das Problem halt. Deswegen finde ich diesen Booster einfach, ne, der ist nicht so toll. So, dann Köder Stalker. Hier kann man halt den Stalker rufen. Bei jeder beliebigen Mission. So, dann Order mit AK Luxum. Da hat man die Luxum-Gegenstände halt, die Dekorationsgegenstände. Ein netter Tisch mit Bewegung, würde ich so. Ja, bewegt sich auch. Sieht sehr schick aus. Kann man sich auch gönnen, wenn man halt das nötige Kleingeld hat. So, und dann Sande des Inarus Blaupause, um halt die Inarus-Quest anzufangen. Dann ein Ephemera-Feenpfad. Hier hat man ein schickes Ephemera mit so netten Feen und ein paar Blätterzweige, die auch so hochfliegen. Sieht sehr nett aus, wie ich finde. Und zu guter Letzt, wenn man Inarus Prime hat, kann man sich Varus Void-Signal sich kaufen. Das ist eine ganz spezielle Mission. So. Come back soon. Ich würde mal sagen, falls ihr mal den Händler verpassen solltet, macht euch keine Sorgen. Irgendwann mal wird er diese Sachen wieder ein Angebot haben. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald und tschüss.